Hey, du hast eine Stelle vergessen, Wyatt. Da ist es. Jetzt warten wir. Sarge, ist dieses Aurora-Dings wirklich hier? Behaupten Sie. Was meinst du, McKee? Keine Ahnung, Faraday. Aber du wirst es mir gleich sagen. Ich sehe das mal so. Wir haben Atombomben, die Krauts V2s und die Opser haben sicher auch was. Wir sind wegen des Wissenschaftlers hier. Und mehr nicht. Hey, das Able Squad ist bereit, Sarge. Okay. Schmeiß den Motor an. Bring uns rein. Los, Wyatt. Wo zum Henker wollen die hin? Scheiße. Runter. Oh, Scheiße. Stehen unter Beschuss. Stehen unter Beschuss. Alles sauber. Jemand verletzt? Das Able Squad hat's nicht geschafft. Gut. Dann hängt's von uns ab. Wieso hat's noch nicht angefangen, Sarge? Es hieß 0600. Auf die Sekunde genau. Hat's geklappt? McKee, wenn Sie das jetzt wegstecken, können Sie den Überläufer behalten. Dann mal los! Okay, zwei Stück. Wyatt, übernimm den da links. Stirb endlich, du Bastard! Zwei sind weg, 1000 bleiben noch. Komm schon. Thank you.
Scheint auf uns aufzupassen. Lasst uns den Kerl finden. Reiß dich zusammen, okay? Stell ihm die Frage. Wer ist mein Lieblings-Baseball-Spieler? Cap Anson. Gut, schaffen wir ihn hier weg. Moment mal, was zum Henker ist das für ein Geräusch? Was fasst er da? Ich weiß nicht, Sarge. Wenn du uns verpfiffen hast. Die schwarze Waffe. Es ist soweit. Wir sind tot. Okay, wir machen die Biege. Das ist zwecklos. Vielleicht hast du mich nicht verstanden. Wir verschwinden jetzt. Sarge, die haben uns den Weg abgeschnitten. Okay, dann durch den U-Boot-Bunker. Da sitzen wir in der Falle. Ja, ich weiß.
Los, los, weiter! Los, los, los! Scheiße. Mir gefällt nicht, was ich da höre. Geh einfach weiter. Zeug. Wyatt, nimm Kaliber 30! Drück auf die Tube! Verstanden? Okay, Wyatt, check's kommen! Wissenschaftler recht und wir sind tot!
Ausschluss Bewegung! Mach die scheiß Luke auf! Wir haben's geschafft. Wir haben's. Siehst du, Wyatt? Ich hab doch gesagt, wir schaffen's. Wir waren als Rückendeckung einer US-Spionageabwehroperation in russischem Territorium. Eine einfache Unterstützungsmission hieß es. Aber nichts ist wirklich einfach. Oder? Ist doch nicht zu glauben, dass du uns schon wieder durch ein Minenfeld fährst, Haggard. Ihr seid doch alle dämlich. Hey, die formieren sich da unten. Marlow! Treffen ist in 5. Kein Problem. Wir sind da in 3. GPS sendet keine Signale für unseren Mann da unten. Bist du sicher, dass er da ist, Sarge? Na, wenn er uns nicht mit alten Infos verarscht hat. Wie hoch stehen die Chancen? Ist auch egal. Wir haben es fast geschafft. Bereithalten. Das war ja reinste Magie, Sarge. Hältst mir den Rücken frei. Du stirbst nicht auf meiner letzten Mission. Ja, Marlow. Unser Mann ist ganz allein, wenn wir uns nicht beeilen. Los jetzt. Wir müssen uns mit ihm befassen. Früher oder später? Früher. Dann also früher.
Unser Mann wird seinen Kontakt jetzt treffen. Wir gehen in Position. Scheiße, das ist unser Agent. Im Visier. Archangel, hier ist Bravo 2. Ich habe ein Fahrzeug und ein mögliches Schlüsselziel in Sicht. Verstanden, 2. Oh nein. Oh Scheiße, du Beschissener. Archangel, erbitte Eliminierungserlaubnis. Sarge? Archangel, er ist mobil. Bravo, du Angel. Nicht schießen. Nicht schießen. Ich hatte ihn. Warum haben wir den Bastard gehen lassen? Du hast erst jemanden, wenn ich dir sage. Und jetzt komm runter. Deine Zeit kommt noch. Archangel, Ziel ist weg. Fahrzeug noch vor Ort. Bravo, du Angel. Die Stadt ist feindlich. Sichert das Fahrzeug. Habe verstanden, Archangel. Out. Ihr habt ihn gehört. Okay, dann löffeln wir die Suppe eben selbst aus. Müssten wir nicht, wenn wir geschossen hätten. Bewegt euch. Okay, Bravo 2, ihr habt Feuererlaubnis. Kämpft euch bis zum Zielfahrzeug vor. Thank you.
Bin dabei. Archangel, hier Bravo 2. Fordern Luftunterstützung an. Wir werden von feindlichen Panzern und kampfbereiten Geschützen beschossen. Position 19644 Alpha. Bravo 2, Unterstützung unterwegs. Geschätzte Ankunft, Zeit eine Minute. Haltet durch. Das wird eine verdammt lange Minute. Verstanden, Archangel. Halten durch. Wir müssen sie ab. Dabei. Archangel, hier Bravo 2. Fordern Luftunterstützung an. Wir werden von feindlichen Panzern und über 50 Geschützen beschossen. Position 19644 Alpha. Bravo 2, Unterstützung unterwegs. Geschätzte Ankunftszeit eine Minute. Haltet durch. Das wird eine verdammt lange Minute. Verstanden, Archangel. Halten durch. Wir müssen sie abwehren, bis sie hier sind. Wo sind wir? Schusslinie von dem Ding. Verstanden, Sarge. Aber in 30 Sekunden können wir uns nirgendwo mehr verstecken. Dann grabt ein scheiß Loch. Okay, Bravo 2. Luftunterstützung ist unterwegs. Ihr müsst das feindliche Fahrzeug manuell markieren. Wiederhole. Ihr müsst das feindliche Fahrzeug... Hier, 061. Sind noch 2 Meilen entfernt. Rohre sind geladen. Beeil dich, Marlo. Behalte den Himmel im Auge. Ziele bestätigt. Abwurf. 3, 2, 1, jetzt! Das wird Spuren hinterlassen! Ziele getroffen, Volltreffer. Frohe Weihnachten, Bravo 2. Mann, das war wunderschön! Danke! Los! Das Fahrzeug des Ziels muss vor uns sein. MG in dem Haus! Mit dabei! Das ist der Gegner. Ja!
у противника! Seid ihr noch da? Ex? Ja. Sweets? Ja.
Wow. Das ist ja mal interessant. Sie haben eine Attrappe gefunden. Attrappe, Sir? Ein Dummy. Wir halten es für einen Test. Und wofür genau, Sir? Sie bauen eine Waffe. Was wir bisher darüber wissen, jagt uns eine scheiß Angst ein. Was wir nicht wissen, ist noch beunruhigender. Deshalb brauchen wir mehr Infos, am besten gestern. Und hier, kommen Sie... Ja. Okay. Das muss pronto erledigt werden. 9 meiner Einheiten stecken so tief drin, dass sie nicht wissen, wo oben oder unten ist. Deshalb arbeiten Sie jetzt für uns. Tun Sie, was Sie am besten können. Seien Sie unorthodox, seien Sie tödlich. Schaffen Sie es, können Sie nach Hause. Alle können heim. Was meinen Sie mit nach Hause? Heim nach Hause, Sir? Ja. Tun Sie das für mich? Können wir, Sir. Wir haben einen Mann in Bolivien, dessen Spezialität solche Objekte sind. Er heißt Aguirre. Geben Sie ihm das. Und willkommen in der Special Activities Division. Was war das denn? Mein Ruhestand wurde gerade zurückgestellt. Das ist passiert. Wieder mal. Special Activities Division? Oh, Scheiße, ja! Bolivien? Bevor wir uns versahen, waren wir über Südamerika, im Auftrag einer Behörde, die wir nicht nennen durften, mit einem Vorgesetzten, der Einheiten wie uns tagtäglich in den Tod schickt. Technisch gesehen hatten wir mehr Glück denn je. Dieser Aguirre ist also ein hohes Tier vom CIA, das hier allein unterwegs ist. Aha. Gefällt mir nicht. Ganz und gar nicht. Hey, Flynn, richtig? Wann kommen wir an? Flynn? Mr. Pilot, Sir! Komm schon, Mann! Ach, scheiße, Mann. Ich hab nur... Augenblick, Mann. Ich hab meine Kippen verlegt. Moment. Scheiß Dienstage, Mann. An Dienstagen läuft nie irgendwas rund. Wann sind wir denn endlich da? In ein paar Minuten. Oh, was haben wir denn da? Oh, Panzerfaust! Panzerfaust! Hab ich gesehen. Was hat denn das denn? Diese billigen russischen Panzerfäuste sind einfach, Mann. Wäre das der Javelin gewesen, hätte ich was echt Riskantes machen müssen. Könntest du uns zur Landezone bringen, bevor ich noch was richtig Riskantes machen muss? Kein Problem. Du bist der Boss. Zentrale hier Ghost Rider. Bestätige Absetzung von 6449.
könnte eine verdammt kurze Mission werden. Alle Mann mitkommen. Augen offen halten. Könnte unser Mann gewesen sein. Geübter Schütze, wenn ihr mich fragt. Niemand hat dich gefragt. Und jetzt, Sarge? Vorrücken. 5 Meter Abstand. Da lang. Aguirre ist da oben. Hier ist ja ganz schön was los. Ich schätze, einige davon sind Aguirres Männer. Zwei Leichen. Mehr nicht. Wir verschwenden unsere Zeit. Wartet, wartet mal. Scheiße, Mann. Der Typ ist mausetot. Sollen wir hier auf dem Präsentierteller auf CSI New Jersey warten, die uns dann sagen, was wir eh schon wissen? Aguirre lebt noch. Ansonsten hätten sie die Leichen hier weggeschafft. Ja, ein Hinweis. Das passt zusammen. Also los geht's. Fluss aufwärts. Okay. Sag's Flynn. Flynn ist weg, Hex. Das wird ja besser und besser, hä? Wir haben Gesellschaft. Fußsoldaten auf 12 Uhr. Verstanden, verstanden. Klar zum Angriff. Reißt euch zusammen. Soldaten auf 12 Uhr. Verstanden, verstanden. Klar zum Angriff. Reißt euch das. Haltet die Panzerfaust aus! Kommt runter!
Warum sind die Typen hier aufgetaucht? Vielleicht, um sicherzustellen, dass wir nicht zu Aguirre durchkommen. Ich sag's euch, er muss noch am Leben sein. Wie lautet der Plan? Wir bitten Finn, uns hier rauszubringen? Ich sagte nein. Okay, vielleicht finden wir ein Fahrzeug. Ich mag diesen Fluss nicht. Haltet einfach die Augen auf. Aber die Sache mit dieser Waffe. Glaubst du, Braidwood sagt uns alles? Woher soll ich das wissen? Ich bin Soldat. Kein Special Ops. Heidi. Ich mach meinen Job. Okay, ich hab da so eine Theorie. Hört mal zu. Wenn die Typen von eben paramilitär sind, müssen sie von jemandem bezahlt werden. Von wem? Das ist die Frage. Ich schätze, es ist jemand, der an Aguirre interessiert ist. Scheiße. Habt ihr das gesehen? Vielleicht Vögel? Keine Ahnung. Kann sein. Es geht einfach weiter. Definitiv was gesehen. Beobachten uns. Warum beobachten die uns? Warte, ich hab's auch gesehen. Da vorne ist was. Ja, der Busch bewegt sich. Seht ihr? Nein, die Leiche. Das Augenblick, ich sehe gar nichts. Marlo, bring uns einfach hier raus. Oh, super. Wir sind auf Grund gelaufen, das gefällt mir. Okay, alle mal raus. Wir laufen. Eines Tages besuchen wir mal einen Ort wie den hier und schießen nicht auf die Einheimischen. Ja, bestimmt. Oh, super. Wir sind auf Grund gelaufen. Das gefällt mir. Okay, alle mal raus. Wir laufen. Eines Tages besuchen wir mal einen Ort wie den hier und schießen nicht auf die Einheimischen. Ja, bestimmt. Hold it here.
Gold brauchen wir größere Waffen. Ghost Rider, hier Bravo 2 Action. Wechsel auf UHF-Kanal. Okay, schieß los, Bravo 2. Ich höre. Ghost Rider, wir wurden von einer wild gewordenen Miliz angegriffen. Sind stromaufwärts unterwegs und folgen einer Spur zu Aguirre. Haben nicht mehr viel Munition. Verstanden, Bravo 2. Okay, ich hab hier noch etwas, das vor sich hinrostet. Für schlechte Tage, wenn ihr versteht. Hab kaum noch Treibstoff, aber ich werd's bei euch abwerfen. Wie klingt das? Vielen Dank, Ghost Rider. Okay, gehen wir. Boah, geht doch nichts über einen kleinen Hinterhalt. Um den Kreislauf in Schwung zu bringen. Lasst uns jetzt die verdammte Nachschubkiste holen, bevor die aufholen. Jede Waffe, die wir ab jetzt finden, wird hier gebunkert. Wir können uns aus solchen Kisten bedienen, wenn wir Nachschub brauchen. Ja, Sarge, danke. Mir war bisher nicht bewusst, wie Kisten funktionieren. Ghost Rider, wir haben die Kiste. Danke. Okay, Bravo 2, das ist cool. Ghost Rider out. Wenn wir Aguirre finden wollen, müssen wir weiter. Das käme bei dem Boot nicht weiter. MGs. Ist das ein Holzlager? Ja, Aguirre muss hier durchgekommen sein. Sonst hätten sich die Patrouille hier nicht aufgestellt. Geh vor, Helge. Oh nein. Nach dir, Arschloch. Oh, bitte, 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 oh,
Guter Schuss, Marlow! Scharfschütze, der den Fluss sichert. Marlow, er gehört dir. Mach's leise. Patrouille in Wege!
ist ein Scharfschütze, der den Fluss sichert. Marlo, er gehört dir. Mach's leise. Ist das ein Russe? Wo bringen wir ihn hin? Keine Ahnung. Aber ich habe eine Idee, wie wir es rausfinden. Marlo, wir gehen ran. Wachen per Fernschuss ausschalten. Schieß immer dann, wenn's donnert. Warum ist mir das eigentlich nicht eingefallen? Okay. Wir sind unterwegs. Wir finden raus, wo er jetzt ist. Der Typ auf dem Pier. Warte auf den Donner, dann schalte ihn aus. Super Schuss. Aufrücken, Sarge. Sind unterwegs. Zwei Ziele auf dem entfernteren Pier. Entfernung 7, 2. Wind 5 Knoten. Warte auf den Donner. Feuern. Alle Einheiten aufhalten. Verstanden. Ziel auf 12 Uhr. Warte auf den Donner. Feuern, wenn bereit. Ganz genau. Gut gemacht. Noch zwei in der Nähe der Offiziere. Warte auf freie Sicht. Feuern, wenn bereit. Scheiße, ja, Marlow. Gebiet ist sauber. Okay, Stellung halten, Jungs. Wir lauschen mal. Gut, wir haben, was wir wollten. Okay, alles grün. Sammeln. Gut, jetzt geht's voran. Wisst ihr, was ich mich frage? Wer zieht mit Cowboy-Hüten in den Krieg? Cowboys? Kein Cowboy war seit 100 Jahren im Krieg. Die Dallas Cowboys ziehen jeden Sonntag in den Krieg. Manchmal montags. Finden wir einfach Aguirre, okay? Feindliche Mörser zeigen in die Richtung. Preston! Zurück hierher! Halt, Vorsicht! Stolperdraht! Scheiße! Wie hast du das erkannt? Meine Spinnensinne haben Alarm geschlagen. Danke, danke, Hex. Hey, ich bin nicht in der Vorstadt aufgewachsen, du Muttersöhnchen.
Okay, die Falle ist entschärft. Gute Arbeit, Marlow. Alle deaktiviert. Gute Augen, Marco. Die Falle ist entschärft. Mächtig weit runter. Okay, nur ein Stein. Alles gut. Nichts passiert. Die haben sich verschanzt wie ein Fornox. Da ist ein Wachturm. Oder noch einer. Okay, wir heizen ihnen ein. Machen wir es direkt. Wir springen in das Flussbett da drüben. Nageln Sie fest. Der Rest kommt von der Seite. Kennt ihr Diet? Das Insektenschutzmittel. Als ich noch ein Kind war, kam immer so ein Riesentraktor die Straße runter und versprühte überall Riesenwolken mit Diet. Wir Kinder rannten dann in unseren Shorts darin rum. Los, zum Fluss! Südamerika oder wo auch immer. Wir gehören zu den Special Operations. Und was machen wir? Jagen immer noch Fässer in den Luft. Was würdest du denn lieber machen? Keine Ahnung. Vielleicht Geiseln retten oder infiltrieren.
ist er. Ja, ich schätze, die bringen ihn dahin. Sieht gut geschützt aus. Könnte hässlich werden. Los! Sollten gar nicht hier sein. Irgendwer hat sie wohl geschickt. Wir greifen auf dein Signal an. Mach die Typen kalt. Thank you.
Quatsch. Du bist doch Afroamerikaner, oder? Ich frag mich nur, ich will dich nicht beleidigen, aber Aguirre ist doch kein afrikanischer Name, oder? Wer ist hier drüben? Major Aguirre. Waffe. Kacke. Kein Problem. Alles gut. Sir, Braidwood schickt uns. Wir müssen Ihnen was zeigen. Dann zeigt's mir. Scheiße, Sie haben's getan. Braidwood sagt, es wäre eine Attrappe. Ist es ja auch. Das mit der Attrappe haben Sie von mir. Sie würden die richtige Waffe niemals dorthin bringen. So viel wussten wir schon. Na ja? Hex. Also gut. Vor Monaten installierten wir ein Relais an einem alten französischen Wettersatelliten, um das georgische Militär abzuhören. Bekamen einige Infos, darunter die Sache mit der Attrappe. Dann kamen diese Typen. Die haben alle ihre Infos? Ja. Keine Backups? Wo? Die Satellitensteuerung stand in den Anden. Aguirre sagte, wir könnten sie ausschalten. Theoretisch. Okay, Jungs, und jetzt beschießt ihr die Ziele da drüben. Gut, Marlow, Haggard, ihr geht an die Geschütze und feuert.
Hilfst du uns denn nicht, Flynn? Was, ich? Keine Chance, Mann. Ich bin Pazifist. Was? Pazifist? Wie kannst du ein verdammter Pazifist sein? Ja, ist schlecht für mein Karma, Mann. Damit scherzt man nicht. Ich fliege nur. Max, lass gut sein. Draufgeschissen. Damit komme ich nicht klar, du Windei. Ich schieb dir dein Karma dahin, wo keine Sonne scheint. Ich dich auch, Mann. Du verdammter, großkotziger Scheißliberaler. Lass uns die Landezone säubern. Acht auf Panzerfäuste. Sie fliehen. Das sollten sie auch. Bewegung. Okay, da unten sind so viele von denen. Hier ist Siebeflug für euch. Ja, feuert weiter auf die Ziele. Schon!